Herzlich willkommen, ich bin Werner Graf von den Grünen. Ich bin heute eingeladen worden von Georg Wurth, dem Vorsitzenden oder Chef des Deutschen Hanfverbandes. Der Deutsche Hanfverband ist ein Interessensverband, der sich für die Legalisierung von Cannabis einsetzt und der macht heute eine große Konferenz, die Cannabis Normal, und ich durfte da auch sprechen. Was hat euch denn bewogen, diese Konferenz heute zu machen? Ja, also passt natürlich jetzt erstmal super in die Sondierungsverhandlungen rein. Nochmal ein Signal an Jamaika. Jetzt machen wir endlich hier Legalisierung. Irgendwelche Fortschritte müssen auch möglich sein. Aber wir werden die auch dauerhaft installieren, die Konferenz, auch als weiteren Entwicklungsschritt der Legalisierungsbewegung, Professionalisierungsschritt. Wir wissen beide aus der politischen Arbeit, dass ab und zu auch ein Treffen echter Menschen, echter Personen braucht, um Impulse dann mitzunehmen. Und man kann nicht alles im Internet regeln und per E-Mail, sondern von so einem Treffen geht halt auch ein Spirit aus. Und das wollen wir fördern bei Aktivisten, Politikern, Wissenschaftlern, Fachleuten, die alle mal zusammenbringen, die für Legalisierung sind, damit da eben auch neue Strategien bei rauskommen, dass wir möglichst schnell die Legalisierung gebacken kriegen. Ja, möglichst schnell, das ist natürlich auch unser Anliegen. Ihr macht ja an vielen verschiedenen Feldern ein bisschen Sachen. Ich habe auch gesehen, ihr habt eine Petition gestartet, wo man sich auch mit einbringen kann. Für uns, für viele Leute, die uns folgen, ist natürlich immer die Frage, was kann ich selber tun? Es gibt die Petition und was muss man da machen? Ja, am besten einfach googeln, Petitionsforum. So heißt die Seite, wo der Petitionsausschuss des Bundestages die Petitionen online stellt. Dann da in die Kategorie Petitionen in der Mitzeichnung, also die gerade aktuell 4 Wochen lang ist das immer mitgezeichnet werden können. Und dann müsst ihr nur noch nach Mitzeichnungen sortieren, die meisten nach oben. Dann habt ihr sofort unsere Petition, die hat jetzt 30 Mal mehr als die zweitbeste. Wir haben aber auch schon über 30.000 Unterschriften auf Papier. Insgesamt sollten wir das Quorum schon erreicht haben von 50.000. Damit zwingen wir den Bundestag, die neue Bundesregierung vom ersten Tag an, sich mit dem Thema wieder zu befassen. Die müssen dann eine Anhörung dazu machen. Aber je mehr jetzt noch dazukommen, desto größer wird auch das Signal. Okay, also unterschreibt, unterstützt die Petition, unterstützt auch den Deutschen Hanfverband, macht sehr, sehr gute Sachen, haben ja schon lange da auch gekämpft. Und wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um, wer noch alles da ist, wer gesprochen hat, und fragen die mal, warum die für die Legalisierung sind. Ein weiterer Gast, André Schulz vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Was schlägt euch auf diese Konferenz oder dich? Ich wurde eingeladen von dem Veranstalter, der sagte, ob ich gerne hier sprechen würde. Und da wir als BDK, als Deutsche Kriminalbeamter, die Drogenpolitik sowieso auf unserem Zettel haben, also tatsächlich auch aktiv, die bewegen das Thema sozusagen, war es denn für uns ein einfaches zu sagen, ja, ich komme gerne vorbei. Was bewegt euch denn da so und was habt ihr denn in den letzten Jahren so durchgemacht? Ja, wir sind natürlich als die Interessenvertreter der deutschen Kriminalpolizei, ist natürlich Drogenpolitik ein ganz großes Thema. Wenn man sich zum Beispiel Verfahren organisierte Kriminalität anguckt, da sind über ein Drittel Fälle sind alle mit Rauschgiftdelikte, und auch natürlich ist viele, viele Dienststellen bei uns in Deutschland, die sich mit nichts anderem beschäftigen als Drogenfälle in aller Erscheinungsform, die man sich vorstellen kann. Und wie ist da eure Position? Habt ihr da in den letzten Jahren mal drüber debattiert oder habt ihr da was verabschiedet mal? Wir haben einen Beschluss dann irgendwann vom Bundesvorstand gehabt, der sich für eine völlige Entkriminalisierung der Konsumenten ausspricht, aus verschiedenen Gründen. Also nicht auch jetzt diese Zwischenlösung, die wir jetzt haben, mit geringen Mengen und Möglichkeiten, weil es halt eine Kannbestimmung ist und keine völlige Entkriminalisierung. Sehr wohl aber den Fokus legen natürlich auf die Herstellung, auf Handel und Schmuggel. Okay. Herzlichen Dank. Dann hoffen wir, dass wir auch in der Politik mal weiterkommen und ein bisschen entkriminalisieren. Jetzt habe ich noch Urs Köthner getroffen vom Akzept e.V. Was ist denn Akzept e.V.? Sag mal ganz kurz. Akzept e.V. ist der Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und Drogenpolitik, in den 90er Jahren gegründet von einer akzeptierenden Bewegung, die eine Alternative zu der rein abstinenzorientierten Drogenhilfe machen wollte. Es sind über 60 Vereine bundesweit, Facheinrichtungen, AIDS-Hilfen und Einzelpersonen, 300 bundesweit. Und was treibt euch jetzt hier zu diesem Kongress? Warum bist du da? Was ist deine Botschaft? Das eine ist natürlich, wir setzen uns praktisch für die Hilfen der Leute ein. Harm Reduction, Schadensminimierung, Überlebenshilfe für alle Drogen, nicht nur für Cannabis, aber eben auch für eine andere Politik, weil die meisten Schädigungen, die wir kennen heute, mit illegalisierten Drogen verbinden, sind eigentlich politikinduziert. Ich finde das gut, dass du auch mit den anderen Drogen nochmal ansprichst. Wir haben hier in Berlin jetzt auch vor, dass wir das Drug-Checking auch einführen. Das ist etwas, was wir auf Landesebene machen können. Wie steht da zum Beispiel Akzept dazu und wie findet ihr das? Ja, auf jeden Fall. Drug-Checking ist die Antwort im Hier und Jetzt. Es ist natürlich nur eine Hilfskonstruktion für wirklichen Verbraucherschutz. Wenn du in den Laden gehst und Wein kaufst, weißt du genau Bescheid, was drin ist, wie viel Prozent drin ist. Du kannst es kalkulieren, du weißt, dass er nicht verseucht ist mit irgendwelchen anderen Zusatzstoffen. Das wissen wir bei den illegalen Drogen gar nicht. Und da zeigen ja die Erfahrungen aus der Schweiz, aus Holland, dass Drug-Checking schon eine ganz gute Orientierungsebene ist. Und überhaupt auch für die Drogenhilfe in Kontakt zu kommen
mit den Leuten, die sowieso konsumieren. So. Ich glaube, vor allem in der Stadt mit dem Berghain, das ja auch weltweit bekannt ist, ist es wichtig, dass die Leute da drin keine Versuchskaninchen mehr werden, sondern auch wissen, was sie da tun. Und deshalb fangen wir da auch an. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr da schon loslegen können. Die Gelder werden wir im Haushalt bereitstellen. Und dann hoffentlich, dass wir mit euch auch gut zusammenarbeiten. Ja. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Kongress. Ja, danke sehr. Und jetzt habe ich noch Michael Kleim hier, ein Theologe, der sich hier auf der Cannabis-Normalkonferenz für die Legalisierung mit ausspricht. Wie kommt man als Theologe dazu? Ja, es hat ein Stück auch mit meiner Biografie zu tun. Ich habe in der DDR mich schon für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt und so totalitäre Ideologien kritisiert. Und nachdem faktisch 89 die Verhältnisse anders worden sind, habe ich diesen Anspruch nicht aufgegeben und gesagt, es wird weiter gebraucht, sich für diese Themen einzusetzen. Und habe sehr schnell festgestellt, dass Drogenpolitik ein Feld ist, bei dem wirklich systematisch und massiv Menschenrechte verletzt werden, global gesehen, aber auch in unserem Land, dass es eine Politik ist, die demokratische Verhältnisse destabilisiert, autoritäres Denken fördert, also all das, was für mich auch in der DDR schon wichtig war und heute unter neuen Bedingungen weiter wichtig bleibt. Wenn man die Menschenrechte anspricht, haben wir auch mitgekriegt, dass wir in Deutschland heute bei der Konferenz auch, dass sehr viele Leute verfolgt werden, dass ihre Karrieren zerstört werden, dass sie in Gefängnissen sind, aber auch der internationale Aspekt spielt da eine große Rolle. Wir haben jetzt in vielen Ländern auch Drogenkriege, sterben extrem viele dran. Auch das ist immer ein Aspekt, der, glaube ich, bei der ganzen Frage, wie geht man mit Drogen um, auch eine entscheidende Rolle spielt. Vielleicht auch nicht nur bei Cannabis. Also es wird ja sehr oft diskutiert, was die Risiken und Nebenwirkungen von Drogen sind. Aber auch Politik hat Risiken und Nebenwirkungen. Und du hast es schon beschrieben, global gesehen eskaliert der Drogenkrieg immer mehr ins Militärische. Also wir haben Philippinen, wo es blanke Terror ist, wo praktisch der Staat mordet im Namen der Nüchternheit. Wir haben ähnliche Zustände in China, Saudi-Arabien, Iran. Aber auch in unserem Land ist das durchaus ein sensibles Thema. Ich will da nur an einem Punkt deutlich machen, zu Recht sehr stark geschützte Rechte wie die Privatsphäre, die Kommunikationsfreiheit werden im Namen der Bekämpfung von Drogenkriminalität relativiert. Also gerade Hausdurchsuchungen, Überwachung von Telefonen, von Computern steigern von Jahr zu Jahr. Und ein sehr hoher Prozentsatz ist mit BTMG, also mit dem Kampf gegen Betäubungsmittel, sozusagen legitimiert. Und da sehen wir, dass auch in unserem Land das durchaus, wenn wir scheinbar da zivilisiert damit umgehen, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema auch ist. Von der Kriminalisierung von ganzen Personengruppen, von Verhinderung von Therapiefreiheit, trotz der neuen Hanfgesetze von Hanf als Medizin sind Patienten immer noch sehr stark von ihren Medikamenten abgeschnitten. Also ist es auch für unsere Gesellschaft ein Thema. Ich glaube, da muss man nochmal betonen, dass ja auch selbst Kofi Annan, der ehemalige UN-Generalsekretär, nochmal betont hat, dass der Krieg gegen die Drogen, den Sie mal angeführt haben, einfach vollkommen gescheitert ist, dass er nichts gebracht hat, sondern nur nicht zu weniger Konsum geführt hat. Das ist ja alles genau der falsche Weg. Und dass wir da einen anderen Weg gehen. Ich glaube, für uns als Politiker ist das ein starker Auftrag. Jetzt habe ich auch noch Hubert Wimber hier, ehemaliger Polizeipräsident in Münster. Was verschlägt einen ehemaligen Polizeipräsidenten auf eine Cannabis-Normalkonferenz? Ja gut, also als Polizeipräsident habe ich natürlich Erfahrungen mit der Prohibition gesammelt und bin für mich sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass die Strafverfolgung insbesondere im Bereich der Konsumentendelikte völlig kontraproduktiv ist. Wir verschlechtern mit der Prohibition die soziale und gesundheitliche Situation der Konsumenten. Wir erreichen unsere selbst gesteckten Ziele nicht, nämlich das Ziel der Generalprävention. Es wirkt nicht abschreckend und da muss man sich schon fragen, ob es Sinn macht, so viele personelle und materielle Ressourcen in einem Ermittlungsbereich zu verschwenden, der seine eigenen Ziele nicht erreicht. Und wie ist denn da so die Stimmung bei den meisten Polizisten oder auch bei Kriminologen? Also es kommt ja für viele, die jetzt sonst wahrscheinlich mit Drogenpolitik zu tun haben oder nicht so viel zu tun haben, dann am überraschend, dass auf einmal Polizisten sich auch dafür aussprechen. Wir kriegen aber immer natürlich auch mit als Politiker, dass die Überlastung auch enorm ist und dann auch mit einer Verfolgung oft dann auf extrem viele Ressourcen bindet, viele Leute auch in den Gästen sind, wieder auch da dazu führt, dass auch viele Leute auch Lebensgeschichten zerstört werden. Aber wie ist denn diese Diskussion bei der Polizei, die ja einerseits dem hinterhergeht, aber andererseits auch die Sinnhaftigkeit in Frage stellen muss oft? Ja gut, ich meine, das Spektrum ist ja schon beschrieben worden. Auf der einen Seite unterliegt die Polizei dem Strafverfolgungszwang. Sie hat das geltende Recht anzuwenden, das tut sie auch.
Wenn man sich die Statistik anguckt, hat es noch nie so viele Ermittlungsverfahren auf der Grundlage des Betäubungsmittelgesetzes gegeben wie im Jahre 2016. Das heißt, die Polizei entfaltet Aktivitäten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Diskussion und André Schulz als der Bundesvorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter ist ja heute auch hier, die für sich zu dem Ergebnis kommen, was ist der Sinn dessen, was wir tun? Was erreichen wir damit? Wir binden Ressourcen, die Polizei fühlt sich selbst überlastet in Zeiten von Terrorismus, Terrorismusabwehr. Wir könnten diese Ressourcen sicherlich für sehr viel sinnvollere polizeiliche Arbeit einsetzen. Und wie ist denn da so die Stimmung bei den meisten Polizisten oder auch bei Kriminologen? Also es kommt ja für viele, die jetzt sonst wahrscheinlich mit Drogenpolitik zu tun haben oder nicht so viel zu tun haben, dann am überraschend, dass auf einmal Polizisten sich auch dafür aussprechen. Wir kriegen aber auch immer natürlich auch mit als Politiker, dass die Überlastung auch enorm ist und dann auch mit eine Verfolgung oft dann auf extrem viele Ressourcen bindet, viele Leute auch in den Gästen sind, wieder auch da dazu führt, dass auch viele Leute auch Lebensgeschichten zerstört werden. Aber wie ist denn diese Diskussion bei der Polizei, die ja einerseits dem hinterhergeht, aber andererseits auch die Sinnhaftigkeit in Frage stellen muss oft? Ja gut, ich meine, das Spektrum ist ja schon beschrieben worden. Auf der einen Seite unterliegt die Polizei dem Strafverfolgungszwang. Sie hat das geltende Recht anzuwenden, das tut sie auch. Wenn man sich die Statistik anguckt, hat es noch nie so viele Ermittlungsverfahren auf der Grundlage des Betäubungsmittelgesetzes gegeben wie im Jahre 2016. Das heißt, die Polizei entfaltet Aktivitäten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Diskussion und André Schulz als der Bundesvorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter ist ja heute auch hier, die für sich zu dem Ergebnis kommen, was ist der Sinn dessen, was wir tun? Was erreichen wir damit? Wir binden Ressourcen, die Polizei fühlt sich selbst überlastet in Zeiten von Terrorismus, Terrorismusabwehr. Wir könnten diese Ressourcen sicherlich für sehr viel sinnvollere polizeiliche Arbeit einsetzen. Das ist so das Spektrum. Zunächst erstmal ist die Polizei eine konservative Behörde, aus guten Gründen. Sie hat das geltende Recht anzuwenden, das tut sie. Auf der anderen Seite glaube ich, dass auch mit der gesellschaftlichen Diskussion, die wir führen, über die Medienpräsenz, die wir mittlerweile in der Legalisierungsdiskussion haben, das Bewusstsein derjenigen, die vor Ort Strafverfolgung betreiben, verändert und sich diese kritischen Fragen deutlich häufen. Ja, dann herzlichen Dank. Wir als Politiker oder ich als Politiker kann nur sagen, ich unterstütze das voll und ganz. Wir versuchen aus politischer Sicht die Legalisierung und die Entkriminalisierung voranzubringen. Auch natürlich aus Punkten, weil wir fest glauben, dass wenn die Leute wissen, was sie da zu sich nehmen, wenn sie auch Verbraucherschutz bekommen, aber auch wenn es eine Passkontrolle gibt, wenn die Leute das kaufen wollen, auch mit Jugendschutz, das besser ist. Da werden wir kämpfen und ich freue mich, dass es auch da gesellschaftlich so viel Unterstützung gibt. Ja, danke. Ich werde mitkämpfen. Ich glaube auch auf der politischen Ebene, das Cannabiskontrollgesetz. Wenn wir schon in grünen Zusammenhängen reden, ist ja das Ergebnis auch schon der gemeinsamen Bemühungen. Und wir müssen jetzt gucken, dass es mehrheitsfähig wird.